Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und im heutigen Video wird es einen gemischten Haul geben, meine Lieben. Es ist einiges wieder neu eingezogen bei mir. Wenn ihr Bock auf diesen Haul habt, bleibt sehr gern dabei. Und falls ihr noch nicht getan haben solltet, abonniert mich doch gern hier unten. Das ist für euch kostenlos und ihr tut mich damit ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, heute wird es einen gemischten Haul geben auf meinem Kanal, denn ich habe einiges online bestellt. Ein paar Sachen habe ich aber auch ja beim Kick und beim Teli gekauft, so ein paar Sachen, die ich für zu Hause brauchte. Deshalb habe ich gedacht, packe ich das alles ins heutige Video, denn es sind nicht nur Beauty-Sachen dabei, sondern auch ein paar Sachen, die für den Haushalt wichtig sind, aber auch für uns ja quasi Mädels hier auf YouTube oder auch auf Instagram, egal was ihr auf welcher Plattform macht, gibt es auch super Tools, die ihr fürs Drehen und für Foto machen nutzen könnt. Und da habe ich heute auch eine super Tipp für euch, den zeige ich euch gleich. Dann starte mit Amazon. Ja, bei Amazon, das ist echt mein liebster Online-Shop fast, habe ich zwei Sachen bestellt. Zum einen von Tangled, diese eine neue Bürste. Ihr wisst das vielleicht, wenn ihr mich länger verfolgt, bei mir werden die Bürsten regelmäßig ausgetauscht. Wenn sie irgendwann nicht mehr zu reinigen sind, ich nicht mehr alle Haare rauskriege, dann geht sie für mich in den Müll, die Bürste, weil es einfach nicht mehr schön ist. Und deshalb habe ich mich jetzt mal für eine etwas teurere entschieden. Ich habe von Tangled Teaser diese kleinen kompakten und ich wollte jetzt ganz gerne mal diese große ausprobieren. Das ist die Wet Detangling Hairbrush 325 in diesem wunderschönen Rosa. Eigentlich zu schade für mich, so eine teure zu kaufen, weil, wie gesagt, alle paar Monate tausche ich die nämlich aus. Ich hoffe, dass ich die gut sauber halten kann, gut sauber bekomme und ja, auf jeden Fall sehr, sehr süß, rosa, was soll ich dazu sagen. Die hat gekostet 11,95 €. Wenn ich den Link nochmal finde, packe ich euch den unten mit in die Infobox. Ich habe keine Affiliaten-Links bei Amazon, aber wenn ich ihn finden sollte, werde ich euch auf jeden Fall runter damit ins Video unten in die Infobox setzen, denn ich weiß, viele ja wünschen sich das. Und das ist auf jeden Fall eine sehr coole Bürste. Ich bin ein Riesenfan von den Tangled Teaser Bürsten. Auch wenn sie nicht sehr günstig sind, ist es wirklich so bei meinen langen Haaren. Und ich habe hier auch relativ trockene Haare und halt auch mit Locken und so immer wieder ja beim Auskämmen einfach immer Probleme. Und da finde ich die Tangled Teaser wirklich super, meine Lieben. Jetzt kommt was im Bereich ja, Tools. Und zwar, ihr wisst das, ich bin ja schon etwas länger bei YouTube dabei. Aber nicht nur für YouTube, sondern auch für Instagram-Fotos, aber auch für Reels, die ich zwischendurch bei Instagram jetzt drehe. Folgt mir da sehr gerne, falls es noch nicht tut. Meine Instagram-Adresse ist unten in der Infobox für euch verlinkt. Schaut gerne vorbei, da zeige ich euch auch ein bisschen ja, vom Alltag was oder auch Sachen, die ich geshoppt habe, ein bisschen früher. Könnt ihr sehr, sehr gerne mir da auch auf meinem Account folgen. Auf jeden Fall habe ich mir war ich auf der Suche nach einem neuen Stativ, einem neuen Tripod und da bin ich auf ein ganz tolles auf Amazon gestoßen. Von der Marke GoPhoto heißt die. Das nennt sich GT2 Photographic Tripod. Könnt ihr halt für Kamera, für Handy, aber auch für zum Beispiel die GoPro nutzen. Also könnt ihr alles Mögliche mit benutzen. Fand ich super kompakt und der Preis war völlig in Ordnung. Ich packe euch auch den Link, die müsste ich noch haben, den Link des Tripods auf jeden Fall unten in die Infobox mit rein. Schaut gerne bei dem vorbei über den Link. Wenn ihr auch auf der Suche seid nach einem Tripod, was wirklich sehr vielseitig ist, weil das habe ich echt gesucht. Ich habe so viel Equipment, wo ich irgendwie meine Kamera draufspannen kann oder auch mein Handy reinklippen kann, wenn ich so kurze Sachen machen möchte. Aber ich wollte gerne was haben, womit ich halt nicht nur zu Hause, sondern auch Outdoor was machen kann. Und da bin ich, wie gesagt, auf dieses tolle Stativ gestoßen. Das ist, wie gesagt, eins, was man verstellen kann. Ist es nicht nur in diesem Format nutzbar. Also ihr könnt hier oben drauf, das habe ich jetzt einfach mal drauf gemacht, damit ihr das sehen könnt. Hier oben drauf auf die Halterung könnt ihr entweder eure Kamera reinschrauben. Das ist dann einmal hier drauf befestigt mit dem Rädchen unten. Oder aber, falls ihr mit dem Handy irgendwie Fotos machen möchtet oder so, dann könnt ihr das hier reinklemmen. Das könnt ihr einstellen und mit dem Rädchen hier könnt ihr es nach vorne oder nach hinten kippen. Viele werden diese Art natürlich schon kennen. Das mega tolle ist, das lässt sich nicht nur hier einmal verstellen, sondern es lassen sich auch die Füße super verstellen. Gerade wenn ihr mal wirklich sagt, ich will jetzt draußen ein Foto machen für Instagram, ich habe keinen dabei, der mir das Foto schießen kann, ist das mega, denn ihr könnt es auf eine ziemlich lange Spannweite ziehen. Ihr könnt es einmal sehen, das geht ganz, ganz easy, so könnt ihr es ausfahren. Und dann, wenn ihr das zumacht, dann ist es einmal befestigt, einmal fest. Und so könnt ihr euch das dann aufstellen. Dann ist das auch ziemlich hoch und ihr könnt damit Fotos machen, Videos drehen, egal was ihr damit machen möchtet. Und wenn es nur für zu Hause, für die Kinderfotos ist zum Beispiel, super praktisch, finde ich sehr gut, ist super stabil. Also auch ein bisschen was Hochwertigeres und der Preis ist völlig in Ordnung dafür.
Könnt ihr auch wirklich super, finde ich, mit unterwegs, wenn ihr irgendwie unterwegs was machen möchtet, benutzen. Fand ich sehr interessant, durfte jetzt mit einziehen und den Link dazu, wie gesagt, bei den Amazon-Links, die packe ich euch unten mit in der Infobox, dann kommt ihr direkt zu dem Produkt, könnt euch das gerne mal anschauen, wenn ihr auf der Suche seid nach so einem Tool. Das wollte ich euch heute unbedingt deshalb mal zeigen. Dann würde ich gerne weitermachen mit dem, was ich bei Sephora bestellt habe. Das Video wird, glaube ich, wieder super lang, weil ich habe so viele Kisten hier stehen. Bei Sephora habe ich ein Teil bestellt, wo ich ganz fies von super vielen angefixt worden bin. Ja, das ist dieses Kylie Jenner Blush. Alle sagen ja, Kylie Jenner. Und das war überall ausverkauft. Ich habe da lange schon Auge drauf geworfen gehabt. Habe immer wieder so drumherum geschlichen und jetzt war es bei Sephora. Verfügbar. Dann habe ich es bestellt für 36,95. Echt teuer für ein Blush. Aber ich wollte es jetzt unbedingt haben und bevor ich es aus dem Kopf nicht rauskriege, habe ich es dann bestellt. Proben waren wieder 2 Stück dabei. Dieses Mal mal echt cool. Von Flower by Kenzo, dieses berühmte Parfüm, und von der Marke Fresh ein Soy Face Cleanser, so ein kleines Reinigungspröbchen, fand ich ganz cool. Und was auch cool war, ich bin ja Sephora Unlimited Mitglied, gab es nämlich von Clinique, das konnte man mit in den Einkaufskorb packen, von Clinique, Moisture Surge, das ist ein Replenishing Hydrator. Auf jeden Fall eine tolle Feuchtigkeitscreme. Ich habe nämlich, glaube ich, die gleiche schon mal gehabt. Ist 15 ml drin. Ja, ich werde wahrscheinlich die für euch in die Infobox. Für euch in die nächste Verlosung packen, denn ich hatte die schon mal. Ich finde die sehr gut. Aber ich denke, darüber werdet ihr euch auch freuen. Deswegen wird die in die nächste Verlosung wandern. Und ja, jetzt kommen wir zu dem berühmt-berüchtigten Blush. Es ist ein Dior Blush. Es ist mein erstes Dior Produkt. Das Dior Backstage Rosy Glow Professional Performance Color Awakening Universal Blush in der Farbe 001 Pink. Ich glaube, das haben auch super viele schon. Ich hatte es noch nicht und jetzt muss es einfach einziehen. Packaging ist halt echt süß, aber echt teurer Scheiß, muss ich wirklich so sagen. Ich wollte es jetzt gerne einfach mal ausprobieren. Ich war noch nicht mit dem Finger drin und das werde ich auch nicht in diesem Video machen. Ich möchte gerne noch ein Foto mit dem Blush machen. Ja, ich hoffe, dass das auf meiner Haut kompatibel sein wird. Es wirkt schon ziemlich hell, muss ich sagen. Für meinen Hautton weiß ich noch nicht, ob es so funktionieren wird. Aber ich wollte es einfach unbedingt ausprobieren und ja, falls es nichts für mich sein sollte, werde ich es weitergeben. Aber ich bin guter Dinge, weil ich auch viele Mädels gesehen habe, die so meinen Hautton hatten, die es benutzt haben und wo es fantastisch aussah. Ja, das ist das, was ich bei Sephora bestellt habe. Dann würde ich euch gerne die Sachen zeigen, die ich beim Teddy und beim Kick gekauft habe. Ja, meine Lieben, beim Teddy bin ich ab und zu, um einfach Kleinigkeiten zu kaufen. Ich habe einen großen Teddy bei mir vor Ort und die haben halt auch mega coole Beauty-Sachen da. Und dieses Mal habe ich was gefunden. Ich möchte gerne ein bisschen was in meinem Schminkzimmer, in meiner Aufbewahrung ändern. Ich habe tolle Acrylbehälter gefunden. Wenn ihr auf der Suche seid nach Aufbewahrung, schaut auf jeden Fall beim Teddy, denn die Sachen sind da mega günstig. Ich habe dreimal, ich lege mal eben die zwei weg, also dreimal diese Acrylaufsteller gekauft. Die könnt ihr für viele verschiedene Dinge nutzen. Ich habe mir jetzt gedacht, diese hier, genau, so sieht das Ganze dann einmal aus. Sieht aus wie so eine kleine Treppe. Sind so drei Fächer und ich möchte gerne in meinem Schminkregal, wo ich meine ganzen Paletten und so drin habe, so ein paar Paletten hier reinstapeln, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Ihr könnt da aber alles reintun. Ihr könntet da eure Blushes reintun. Ihr könnt da eure, mit dem Blush könnt ihr es auch mal sehen, dann könnt ihr das hier so reinstapeln. Oder aber ihr tut da eure Lashes rein. Also es ist wirklich für jedermann, der das gerne draußen so aufbewahren möchte, eine coole Sache. Und ja, warum ich die mitgenommen habe, war einfach der Preis 2 Euro pro Teil. Mega günstig. Ich weiß, dass die auf Amazon und so um einiges teurer sind. Und da ich so ein bisschen was verändern wollte, durften davon ganze 3 Stück mit. Wie gesagt, für 2 Euro dachte ich mir, kann ich das so ein bisschen platzieren. Und was noch mit durfte, waren ein Pinselaufbewahrungsbehälter. Ich war schon lange nicht mehr glücklich über die Aufbewahrung meiner Pinsel und ich war auch, ihr seht das ja hier hinten, habe ich die ja immer alle stehen gehabt. Ich habe die jetzt mal eben hier vorne hingetan, die Behälter, weil ich da schon die Pinsel reingetan habe. Ich wollte einfach was haben, was nicht so sperrig ist. Ich hatte ja sonst diese IKEA-Blumenständer und ich hatte vom Teddy mir mal so Vorratsdosen gekauft. Das waren so Glasdosen mit so Verzierungen. Ihr habt sie im Hintergrund ja immer gesehen. Und irgendwie wollte ich was anderes haben, weil ich mich so ein bisschen satt gesehen habe und mir das nicht mehr so gefallen hat. Also habe ich mir einfach ganz einfache Acrylbehälter mitgenommen. Ich weiß, dass es diese Art auch beim DM, glaube ich, gibt. Aber beim Teddy waren die halt mega günstig. Die haben 3 Euro das Teil gekostet. Davon habe ich dann direkt 2 Stück mitgenommen. Ich dachte mir, so sie um die nebeneinander zu tun. Ich habe jetzt bei den einen schon geleert. Ich habe die
Etikett nämlich schon abgemacht. So sieht das dann nämlich aus mit meinen Pinseln drin. Ich habe jetzt einige Pinsel aussortiert. Ich habe einfach zu viele Pinsel auf meinem Schminktisch und das ist einfach ein bisschen sperrig. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich die so nebeneinander tun? Dann habe ich die alle so griffbereit. Fand ich richtig cool für 3 Euro. Vom Preis her auch fand ich mega. Und deshalb durften davon auch 2 mit. Also wenn ihr auf der Suche seid nach Aufbewahrungen für euer Make-up-Stuff, beim Teddy werdet ihr auf jeden Fall im Moment fündig. Die haben auch andere Behälter da gehabt. Super viel Auswahl gerade und deshalb war ich sehr froh, als ich da so durchgeschlendert bin, als ich diese Aufbewahrungsbehälter dann gefunden habe, meine Lieben. Dann würde ich gerne weitermachen mit Kik. Ich habe beim Kik, das ist kein Laden mehr, wo ich so großartig einkaufe. Aber was ihr da super findet, sind so Kleinigkeiten. Ja, ob es Behälter sind, ob es irgendwie Handtücher sind, ob es Boxen sind, Dekomaterial, haben die einfach mega coole Sachen. Und ich bin gerade dabei, wieder meinen Kleiderschrank ein bisschen umzusortieren. Und ich bin gerade, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich gucke mir gerade super gerne so Home-Editionen an, also Aufbewahrungsgeschichten, Umräumsachen, Aussortiersachen. Bin ich gerade richtig obsessed mit. Da gucke ich mir super viele Videos an. Und bei mir ist das wirklich so, alles, was gefaltet ist in meinem Kleiderschrank, das sehe ich nicht richtig und dann neige ich dann auch nicht dazu, das anzuziehen, sondern ich muss sagen, die Sachen, die hängen in meinem Kleiderschrank, das sind die Sachen, die ich eigentlich wirklich immer anziehe. Deshalb musste ich neue Kleiderbügel kaufen. Und da ich jetzt nicht so viele verschiedene Sorten haben wollte, habe ich ein paar mehr mitgenommen. Ich habe aktuell ja eher weiße drin und noch ein paar so gemischt, aber ich möchte es halt so ein bisschen clean machen, dass alles so ein bisschen sortiert aussieht, ein bisschen ja, schön und ordentlich. Ich habe keinen begehbaren Kleiderschrank oder so. Ich habe einen großen Kleiderschrank, aber auch innen drinne bin ich da ziemlich sortiert und ich mag das, wenn das alles so schön aussieht innen. Und ja, da habe ich mir diese wunderschönen, kitschigen Bügel mitgenommen. Ja, ich hatte schon mal welche mitgenommen, da war dieses Herz in der Mitte nicht. Mich stört es jetzt nicht. Da könnte man jetzt vielleicht noch irgendwie was durchhängen oder so. Hat auch seine Vorteile. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber es ist jetzt mein Kleiderschrank. Da stört es keinen, wenn da ein Herzchen drauf ist. In diesem rosanen Samt, die kosten 2,99 Euro. Davon habe ich dann 3 Pack mitgenommen. Das bedeutet, das sind dann einmal 30 Kleiderbügel, um auszusortieren. Und ich denke, es werden dann auch einige von den alten Kleiderbügeln ein bisschen rausgehen. Die werde ich dann für meine Kinder zum Beispiel nutzen. Die schmeiße ich nie weg. Ich habe immer eine Verwendung für Kleiderbügel. Und ja, fand ich richtig cool, fand ich schön. Deswegen durften dann im Kik diese mit. Die hatten die auch in, ich glaube, Grau und in Schwarz da. Wenn ihr auf der Suche seid nach so dünnen Kleiderbügeln, wo ihr alles aufhängen könnt, das Schöne ist, ihr könnt hier halt auch was zum Hängen mit reintun. Wenn ihr Hosen habt, könnt ihr die drüber hängen. Es ist, weil es kein offener Bügel ist, hat das auf jeden Fall Vorteile. Fand ich richtig toll. Deshalb durften dann einmal die noch mit, meine Lieben. Ja, das war dann auch das, was ich von Kik gekauft habe. Dann würde ich gerne weitermachen mit Sachen, die mich mit der Post erreicht haben. Ja, und zwar hat mich ein ganz, ganz liebes Paket erreicht von einer ganz lieben Followerin auf Instagram. Ja, die hat gesehen, dass ich eine Lash-Liebhaberin bin. Wobei die Lashes, die ich heute trage, das sind die Ardell Wispies und mir gefallen die gar nicht. Das war ein Akt, die aufzukleben. Obwohl das ja so beliebte Wimpern sind. Mich haben die heute echt kirre gemacht. Auf jeden Fall war sie so lieb und hat mir Wimpern geschickt. Dafür hatte sie keine Verwendung mehr und weil sie gesehen hat, dass ich so wimpernbegeistert bin, hat sie mir 5 Paar Lashes zugeschickt und zwar sind die von der Marke, kannte ich bis jetzt auch gar nicht, Lailano heißen die, sind wunderschön verpackt, also wirklich auch echt eine schöne Verpackung, finde ich richtig toll, um die aufzubewahren. Das sind 5 verschiedene gewesen. Hier einmal das, die haben auch verschiedene Namen, einmal das Design Twiki, dann haben wir welche in dem Design Petra, die sind richtig krass, also es sind die krassesten von denen. Ist aus echt für so einen richtig schönen dramatischen Look. Dann haben wir welche in der Richtung Abella. Die finde ich auch richtig schön. Toll für den Alltag. Sind so ganz zarte, aber trotzdem lange Wimpern. Dann haben wir welche in der Richtung Lala. Die finde ich auch sehr hübsch. Und welche auch richtig cool aussehen, mal was ganz anderes sind. Das sind die in der Richtung Nani. So sehen einmal so aus. Einmal so ein bisschen gefächert hinten. Fand ich sehr interessant. Und auch noch 2 kleine Kleber hat sie mir reingelegt, was ich echt so total süß fand. Vielen lieben Dank nochmal dafür, falls du das Video sehen solltest, für die Wimpern. Ich werde sie sehr, sehr gerne ausprobieren in der Zukunft. Dann habe ich noch ein wundervolles Paket vom lieben René zugeschickt bekommen, denn er hat tolle neue Produkte gelauncht. Und zwar ging es diesmal auch ein bisschen um ein bisschen Gesichtspflege, aber
aber auch was Tolles im Bereich Dekorativkosmetik. Ich habe jetzt den Karton aufbewahrt, weil ich die Kartons von ihm so schön finde, in diesem rosa Design. Ich habe auch schon was davon ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, der liebe René, ja, die Marke, die er ja auf eigenen Beinen rausgebracht hat, ist der Sally Cosmetics. Und jetzt hat er vor kurzem erst ja, tolle neue Produkte gelauncht. Und zwar sind das so Under-Eye-Pads in diesem Gold-Design. Sunny Skin bei René, 24K Gold. Das sind ja so Gel-Pads für unter das Auge. Ein paar davon habe ich schon benutzt. Deswegen ja, sind es nur noch 2-3 Packungen, hatte er mir zugesendet. Ja, die Produkte von ihm, aber die könnt ihr über meinen Link, der ist unten in der Infobox für euch verlinkt, könnt ihr gerne bei ihm auf der Seite mal vorbeischauen. Denn aktuell habe ich sogar noch einen 50% Rabattcode für euch. Mit Mary50 spart ihr bis zum 4. März 50% auf seine Produkte. Der hat ziemlich viel letztens ausverkauft gehabt. Schaut gerne vorbei. Ich denke mir mal, der wird wieder seine Produkte aufgefüllt haben. Denn er hat wirklich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr süße Sachen. Zum einen hat er nämlich rausgebracht einen neuen Lipgloss. Der ist in der Farbe Sweet Talk. Richtig schön, in so einem richtig schönen Herzdesign, in so einem, ja, Rosé. Das wirkt hier zwar sehr orange, aber auf den Lippen, finde ich, wirkt es eher Rosé. Und da sind so ganz, ganz kleine Glitterpartikelchen drin. Habe ich auch schon ausprobiert, finde ich nämlich sehr, sehr cool. Dann war dabei ein Blush und die Verpackung ist auch so, so süß. Das ist einmal dieses hier. Ich gucke mal gerade, ob das einen Namen hat. Ich glaube nicht. Die Verpackung, da steht nur Love drauf. War auch wirklich sehr, sehr schön. Habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. So sieht das Ganze dann einmal aus. Ist ja so ein bisschen als Topper. Ihr könnt es als Blush nutzen, als Bronzer nutzen. Je nachdem, was für ein Hauttyp ihr habt. Fand ich auch richtig toll. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Dann nochmal ein paar seiner coolen Wimpern. Dann einen Roller für... weiß nicht, wie nennt man die nochmal? Jade-Roller, glaube ich, ne? Genau. Für so unter die Augen, dann fürs Gesicht, für alle Mädels, die da mit Schwellung zu kämpfen haben. Das ist auf jeden Fall ein Tool, was da sehr, sehr hilft. Und ja, das war das Paket, was mich von dem lieben René erreicht hat. Ja, schaut gern bei ihm vorbei, wenn ihr interessiert seid an den Sachen. Ist wirklich ein tolles, tolles Label. Hat er sich selber aufgebaut und so ein junger Bursche, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig schön, die Sachen. Teste ich immer sehr gerne für ihn. Deshalb, ja, wollte ich sie euch im heutigen Video natürlich auch noch mal gerne zeigen, meine Lieben. Ja, das war's auch schon. Es sind wieder ein paar Kleinigkeiten eingezogen. Ich habe mir gedacht, ich mache daraus dieses Mal einen gemischten Haul, weil es jetzt nicht nur um Beauty-Sachen geht, sondern auch mal ein bisschen was anderes. Heute war gerade auch mit dem Tripod und auch den Aufbewahrungssachen. Wenn die Sachen ja fertig sind, kann ich euch das gerne mal auf Instagram abfotografieren und euch auch da mal zeigen, wie das Ganze so seinen Platz hier finden wird, weil die Pinsel werden ja hier hinten wieder aufgestellt und ja, mein Schminkregal werde ich da weiterhin quasi aufbauen und ja, so ein bisschen umsortieren, umdekorieren. Irgendwie habe ich da gerade Bock zu, vielleicht weil der Frühling vor der Tür steht, ich weiß es nicht, oder einfach weil man mal was anderes sehen möchte. Deshalb habe ich gedacht, zeige ich euch das in meinem heutigen Video, meine Lieben. Ja, das war es auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!